Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 4. Mai 2011 darauf beschränkt, die damalige Ausgestaltung der Sicherheitsverwahrung für verfassungswidrig zu erklären. Und ich will zu Beginn meines Beitrages einige Feststellungen des Gerichts in Erinnerung rufen, weil sie für die Frage, wie wir unser Landesgesetz ausgestalten, von Belang sind. Der Freiheitsentzug der Sicherheitsverwahrten diene nicht der Vergeltung zurückliegender Rechtsgutsverletzungen, sondern der Verhinderung zukünftiger Straftaten, deren Eintritt sich nicht sicher prognostizieren lasse. Der in der Sicherheitsverwahrung liegende Eingriff in das Freiheitsgrundrecht sei auch deshalb äußerst schwerwiegend, weil er ausschließlich präventiven Zwecken diene und den Betroffenen, da der Freiheitsentzug stets nur auf einer Gefährlichkeitsprognose, nicht aber auf dem Beweis begangener Straftaten beruhe, im Interesse der Allgemeinheit gleichsam ein Sonderopfer auferlege. Daher sei die Sicherheitsverwahrung überhaupt nur dann zu rechtfertigen, wenn der Gesetzgeber bei ihrer Ausgestaltung dem besonderen Charakter des in ihr liegenden Eingriffs hinreichend Rechnung und dafür Sorge trage, dass über den unabdingbaren Entzug der äußeren Freiheit hinaus weitere Belastungen vermieden werde, so das Bundesverfassungsgericht. Frau Drese hat an der Stelle in der Tat richtigerweise darauf hingewiesen, wir befinden uns da in einem schwierigen Abwägungsprozess. Wir haben auf der einen Seite die berechtigten Interessen potenzieller Opfer, die wir noch gar nicht kennen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch die Interessen der Sicherheitsverwahrten, die ja nicht eine Strafe verbüßen, sondern von denen eine möglicherweise eine Gefährlichkeit ausgeht. Auch deshalb steht am Anfang jeder Sicherheitsverwahrung eine Gefahrenprognose. In Sicherheitsverwahrung untergebracht wird ein Straftäter gemäß den Vorschriften des Strafgesetzbuches, vor allem dann, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten ergibt, dass er infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten, namentlich zu solchen, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden, zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit gefährlich ist. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ich bin darauf eingegangen, wird in der Regel mit Hilfe eines Gutachtens erklärt. Nun, sehr geehrte Damen und Herren, ich will hier an dieser Stelle nicht das berechtigte Interesse potenzieller Opfer relativieren. Dies ist ein wichtiger Aspekt in diesem Abwägungsprozess. Aber ich will in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es diverse Untersuchungen gibt, die bei der Anordnung der Sicherheitsverwahrung darauf orientieren, dass die dort eingeholten Gutachten nicht unerhebliche Fehlerquellen haben. Ich will mal drei Beispiele nennen an dieser Stelle, wo darauf eingegangen ist, zum Beispiel Dagmar Sprung in ihrem Artikel nachträgliche Sicherheitsverwahrung, die davon ausgeht, es seien etwa 40%. Der Kollege Wilfried Rausch aus der in der Vorlage Forensische Psychiatrie geht sogar davon aus, dass es 60-70% sind. Und der Fachautor Jörg Kinzig kommt in seiner Publikation Die Legalbewährung gefährlicher Rückfalltäter zu der Einschätzung, dass zumindest die Hälfte der Sicherheitsverwahrten nicht richtig und zwar zu ihren Ungunsten begutachtet werden. Das heißt, wir reden an dieser Stelle auch darüber, dass wir in der Sicherheitsverwahrung, in Deutschland sind das über 500 Menschen, die sich in der Sicherheitsverwahrung befinden, zumindest etwa die Hälfte sich zu Unrecht dort befinden, weil vermutlich von ihnen keine Gefahr ausgeht. Ich komme nicht zu diesem Schluss an dieser Stelle, da liberaler zu sein, aber ich komme zu einem ganz anderen Schluss an dieser Stelle, nämlich, dass wir alles tun müssen, um unverzüglich nach Beginn der Sicherheitsverwahrung mit diesen Untergebrachten auch zu arbeiten und in diesem Prozess das Resozialisierungsziel und das Eingliederungsziel in die Gesellschaft zu verfolgen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Frage ist jetzt an dieser Stelle, ob dieses Abstandsgebot, was Sie zwischen der Strafgefangenenunterbringung auf der einen Seite und der Sicherheitsverwahrung auf der anderen Seite wahren müssen, ob dies durch den Gesetzentwurf des Landes oder des Justizministerin in ausreichendem Maße gewahrt ist. Und ich will an dieser Stelle deutlich machen, dass aus unserer Sicht, und darin mündeten auch eine ganze Reihe von Änderungsanträgen, die wir im Fachausschuss eingebracht haben, dies nicht der Fall ist. Wir kommen zu der Auffassung, dass der vorliegende Entwurf
übersieht, dass der Bundesgesetzgeber in § 66 des Strafgesetzbuchs mit Blick auf eben dieses Abstandsgebot sehr viel weitergehende Vorgaben macht, die landesrechtlich umzusetzen sind und eben mit dem Entwurf des Gesetzes der Landesregierung nicht umgesetzt werden. Insofern entspricht das Land damit eben nicht nach unserer Auffassung den bundesgesetzlichen Vorgaben des Gesetzes zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebots im Recht der Sicherheitsverwahrung vom 5. Dezember 2012. Denn dort wird festgelegt, dass vollzugsöffnende Maßnahmen zu gewähren und Entlastungsvorbereitungen zu treffen sind, soweit nicht zwingende Gründe entgegenstehen, insbesondere konkrete Anhaltspunkte, die Gefahr begründen, der Untergebrachte werde sich dem Vollzug der Sicherheitsverwahrung entziehen oder die Maßnahmen zur Begehung erheblicher Straftaten missbrauchen. Vor diesem Hintergrund ist eine entsprechende Anpassung des Gesetzesentwurfs meiner Meinung nach unausweichlich. Und vor diesem Hintergrund haben wir Ihnen auch heute nicht die Anzahl, die wir im Fachausschuss vorgelegt haben, aber einige für uns relevante Änderungsanträge vorgelegt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe bei dem Gesetzentwurf der Landesregierung weder den Eindruck, dass über den sogenannten unabdingbaren Entzug der äußeren Freiheit hinaus weitere Belastungen vermieden werden, noch dass die Perspektive der Wiedererlangung der Freiheit sichtbar die Praxis der Unterbringung bestimmt. Warum hält die hiesige Regierungskoalition anders als etwa die brandenburgische Disziplinarmaßnahmen im Sicherungsverwahrungsvollzug für unabdingbar? Sollten die Untergebrachten nicht zu einvernehmlicher Streitbeilegung befähigt werden? Warum meint die Regierungskoalition, sich im Hinblick auf die besonderen Sicherungsmaßnahmen über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hinwegsetzen zu können? Spielt es wirklich keine Rolle, dass im Lichte dieser Rechtsprechung die hiesigen Regelungen über die Beschränkungen des Aufenthalts im Freien sowie die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum zumindest als problematisch einzustufen sind? Und schließlich, warum hat die Planung zur Vorbereitung der Eingliederung nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung, Herr Müller ist darauf eingegangen in seinem Beitrag auf diesen Änderungsantrag unserer Fraktion, erst rechtzeitig vor dem voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt und eben nicht vom Beginn der Unterbringung an zu beginnen, womit man all denjenigen entgegenkommen würde, die, ich habe das gerade ausgeführt, vermutlich falsch begutachtet worden sind. Soll die Perspektive der Wiedererlangung der Freiheit nicht sichtbar die Praxis der Unterbringung bestimmen? Antworten auf diese und eine Reihe weiterer Fragen waren und während der Beratung im Europa- und Rechtsausschuss schlicht nicht zu erlangen. Ich will das nicht wieder wiederholen, weil ich ja hoffe, dass sich die Beratungspraxis auch in diesem Gremium zu weiteren Gesetzesvorhaben verändert. Sehr geehrte Damen und Herren, über die Vorzüge des Wohngruppenvollzugs, die Verfassungswidrigkeit der Regeln über die Arbeitsentlohnung und die weit gefassten Offenbarungspflichten für Berufsgeheimnisträger haben wir uns vorhin schon bei dem anderen Gesetzesvorhaben, Strafvollzugsgesetz, unterhalten. Insofern will ich darauf jetzt an dieser Stelle nicht mehr eingehen. Wir haben uns, wie vorhin ausgeführt, auf die relevanten Punkte beschränkt, die wir Ihnen heute als Änderungsanträge vorlegen. Herr Müller, ich freue mich, dass zumindest im Ansatz eine inhaltliche Debatte hier in diesem Gremium stattgefunden hat, anders als seinerzeit im Ausschuss. Ich bitte um Zustimmung zu unseren Änderungsanträgen. Sollte das nicht erfolgen, werden wir den Gesetzesentwurf ablehnen. Dankeschön.